Hi, ich bin Oliver Fischer und ich fliege Jets. Ich erzähle dir etwas über meine Arbeit als Jetpilot und vielleicht kannst du das eine oder andere brauchen für deine Arbeit im Videobereich. Heute geht es um das Thema Team und Teamfähigkeit. Als Jetpilot könnte man meinen, wir seien Einzelkämpfer, weil man ganz alleine in diesem Flieger hockt. Aber als Jetpilot fliegt man eigentlich nur selten alleine. Man ist immer im Verband. Man ist unterwegs mit 2, 3, 4 oder vielleicht sogar 5 anderen in einer Patrouille. Und dort gibt es immer den, der vorausfliegt, das ist der Leader. Und die, die hinten reinfliegen, der sogenannte Wingman. In diesem Team, in diesem Verband, gibt es 2 Sachen, die sakrosankt sind. Und das ist erstens die Loyalität von dem Wingman gegenüber dem Leader. Der Leader, der hat die Verantwortung über die ganze Mission. Er hat sie vorbereitet, er tut sie führen. Er gibt Befehl und die Wingman müssen sich dem unterordnen. Weil sonst funktioniert die Idee nicht, die der Leader hat. Und wir werden das Ziel nicht erreichen. Und das Zweite, was unbedingt braucht, ist Vertrauen. Man kann sich vorstellen, wir fliegen manchmal nur wenige Meter voneinander entfernt, mit Geschwindigkeiten bis zu 1000 Stundenkilometern. Und da muss man absolutes Vertrauen haben zu dem, der neben einem fliegt und wissen, was er macht. Für ein gutes Teamwork braucht es immer Loyalität und Vertrauen. Musik